Hallo und herzlich willkommen zu diesem New World Newsflash. In dieser Serie versuche ich euch möglichst viele Informationen aus der Community zu bündeln, damit ihr es nicht tun müsst. Falls euch diese Videos gefallen, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen oder lasst mir sogar ein Abo da. Falls ihr möchtet, könnt ihr mich auch auf meinem Twitch-Kanal besuchen. Server Restart für einen Hotfix. Heute wurde um 8 Uhr morgens die New World Server neu gestartet, um einen Hotfix einzuspielen. Der Hotfix behebt einen neu entstandenen Fehler aus dem Patch 1.0.4, bei dem es Spielern möglich war, sich im Heilkreis des Heiligen Bodens des Lebensstabes rapide zu heilen, indem sie sich mehrmals schnell nacheinander duckten. Jedes Ducken hatte dabei die Heilung erneut ausgelöst. Die EU-Server sind mittlerweile wieder live. Bei meinen Tests konnte ich den Fehler nicht mehr feststellen. Erneut Probleme beim Servertransfer. Der gestern erneut veröffentlichte Servertransfer funktioniert bei einigen Spielern und Spielerinnen immer noch nicht. Es wird die Meldung angezeigt, dass erst alle offenen Verkaufsaufträge gelöscht werden müssen, selbst wenn keine Verkaufsaufträge vorhanden sind. Amazon Games hat diesen Fehler bestätigt und möchte ihn bis zum nächsten Patch lösen. Der unendliche Taschenplatz-Bug ist wohl ein Anzeigefehler. Es wurde von einem Bug berichtet, bei dem man sich angeblich unendlich Taschenplatz erschleichen kann, indem man eine Tasche im Taschenslot hin und her zieht. Dieser Fehler ist allerdings rein visuell. Falls man über die eigentliche Gewichtsgrenze kommt, hat man den eigentlich gefixten Überladen-Laufen-Bug, bei dem die Kamera wackelt, der bereits im Patch 1.0.3 gefixt worden sein soll. Der Anzeigefehler führt allerdings dazu, dass man beabsichtigt, das Lager in den Städten über die eigentliche Kapazität hinaus befüllen kann. Da es sich hier um einen Bug handelt, würde ich euch nicht empfehlen, diesen zu benutzen. Amazon Games kündigt Kompensation für verlorenes Gold an. Amazon Games hat angekündigt, dass Gold, welches durch den Auktionshaus-Bug verloren geht, erstattet wird, sobald der Fehler behoben ist. Bei dem Fehler im Auktionshaus werden im Moment Goldbeträge durch Verkäufe, die stattfinden, während der Verkäufer offline ist, nicht korrekt an den Verkäufer übermittelt. Ich hatte bereits gestern über diesen Fehler berichtet. Bilder im New World Chat. Einige User haben berichtet, dass es nach dem letzten Patch öfters vorkommt, dass große Bilder von Ingame-Items im Chat zu sehen sind. In diesem Beispiel ist es eine große Wurst. Wundert euch also nicht, falls ihr beim Spielen auf einmal Eier oder Nüsse auf eurem Bildschirm habt. Amazon Games Studio sucht Entwickler. Im Moment sind auf der Seite von Amazon Games ganze 69 offene Stellen für Entwickler gelistet. Ob diese direkt für New World gesucht werden, ist nicht bekannt. Falls das der Fall ist, spricht es für zwei Dinge. Erstens, dass das Spiel noch viel Arbeit braucht, aber auch zweitens, dass Amazon Games bereit ist, Geld und Manpower in die Entwicklung von New World zu stecken. Das war es mit dem Newsflash für diesen Freitag. Hoffentlich beruhigen sich die negativen Nachrichten um New World ein wenig und eventuell kann ich euch nächste Woche mehr positive Inhalte präsentieren. Viel Spaß beim Leveln und Craften. Euer Zali.